Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead mit mir, den Karin. Wurde alle Tüten überstanden? Alles funktioniert stromtechnischerweise. Ja, jetzt werden wir uns erstmal hier ein bisschen Punkt ausgeben. Da fehlen mir die Bücher. Inventar habe ich schon mal leer gemacht. Das war, die kamen jetzt alle Bücher raus, die ich habe, und dann ist es gut. Dann machen wir das mal schnell. Und dann machen wir uns auf den Weg. Reisentechnischerweise. Und ich weiß noch nicht, was ich mit den anderen Büchern mache. Auseinandernehmen? Hm, ich weiß es nicht. Right? Falsche Seite. So, na gut, da hat es ja gefehlt. Alter, wir haben 2000 Punkte. Alter, das ist schon krass. Das Buch haben wir auch noch nicht. Was habe ich denn überhaupt? Nichts. Obwohl, hier unten muss ich unbedingt noch hin. Und das war's schon gewesen, ich hält. Giftwiderstand. Achso, da brauche ich das. Achso, für das brauche ich hier diese Dings, die fehlen mir. Okay. Gut. Das haben wir alle durch. Ich würde mal sagen, fühlt mich besser? Weiß ich jetzt nicht. So, die Bücher werde ich jetzt extra packen, weil da vorne ist ja eigentlich bloß Geld und so. Das ist hier nicht Geld. So, das kann darin. Das ist Grünzeug. Nee, das kommt da. Nee, das kommt darin. Na, eins weiter. Ja, war doch richtig. So, da kommt auch das drin. Dann kann das ja eigentlich hier drin. So, was habe ich? Scharfschütze, wie gesagt, brauche ich nicht. Sturmgewehr brauche ich. Warum habe ich Sturmgewehr darin geschmissen? Wahrscheinlich durch mein Schnellsortieren. Und Maschinenpistole. Na, Maschinenpistole. Wie gesagt, da haben wir eben 2 Schuss. Na gut, ich habe auch keine mehr. Falls ich doch mal Gasding finde, dass ich denn da so intervenieren kann. So. Das brauche ich jetzt, glaube ich, auch erst. Nee, das brauche ich. Aber das brauche ich nicht. Das brauche ich, glaube ich, nicht. Den Bogen auch erstmal nicht. Den Rest nehme ich mit. Alter, so leer war mein Inventar noch nie. Bevor wir das machen, ich versuche mal. Das kannst du ja noch nie. Ich nehme das mal mit. Ich muss ja. War das jetzt da oder war das jetzt da? Ich glaube, nee, musste da in der Stadt. Der Rucksack ist noch nie. Habe ich Benzin? Nein, habe ich natürlich nicht. Habe ich ja letztes Mal ausgeräumt. Weil ich ja gesagt habe, brauche ich nicht. Jetzt schon. Weil ich will ja auch wieder nach Hause kommen. So. Jetzt können wir los. Hat ja auch bloß ein bisschen Zeit gekostet. Ganz klein bisschen. Ja, nie die Rede wert. So, seid ihr bereit? Dann habe ich dich leer gemacht. Nee, hast du nicht. Gleich will er da. Vorbereitung und so. Das würde ich auch mal einpflanzen. Was ich nicht alles schon machen wollte. Gut. Ach so, siehst du, und eh eine Kiste, wie gesagt. Habe ich jetzt, wollte ich ja machen hier nur für das Zeug. Ich wusste, dass ich das mal irgendwann mal in 20 Jahren gambeln kann. Also, jedenfalls so ist mein Plan. Hallo? Ist mir jetzt der Film gerissen? Also, hier müsste doch, ich wollte gerade sagen, hier muss doch irgendwo die Kiste sein. Jetzt habe ich aber eben gedacht, da stimmt doch was nicht. So, jetzt können wir los, jetzt endlich.
Und habe ich denn irgendwann mal die Möglichkeit... Ui. Da muss ich aber vorsichtig fahren. Die Möglichkeit... daran zu denken, dass ich das irgendwann mal markieren sollte mit dem Rucksack. Ach, das wäre schön. So, warte mal, ich muss Richtung Stadt. Ja, du mich auch. Geh mir aus dem Weg, du. Lump, du. Die Frage war aber, wo war denn das? Ich bin ja von da denn immer gekommen. Ich musste in die Stadt. Und das war in der Nähe vom... Also, was heißt in der Nähe? Das war ein Waschsalon. Ich fahre mal erstmal in diese Richtung, weil ich musste ja auch immer aus dem Weg. Da, glaube ich, lang. Aber ganz sicher bin ich mir da nicht. Weil man sieht das jetzt auch so richtig geil im Dunkeln, ne? Ist eine gute Idee. Suche den Waschsalon. Ich hab ihn gefunden. Da ist er. Na, dann kommen sie mal. Es wäre besser gewesen, wenn ein Doppelpack gestorben wäre. Hallo, Sie da oben! Mensch! Ganz vorsichtig sein, Sie könnten sich verletzen. War doch hier, wa? Ja, sag ich doch. Es reicht noch nicht, ich hab bloß 200. 200 bloß. Ich habe nur 200! Bloß, wa? Ist schon mal gut. So, ich muss hier hin. Ich setze jetzt hier eine Markierung. Gut, dann setze ich da vorne eine Markierung. Weil du kannst ja nicht eine Markierung genau auf das Ding auf. Ja, gut, das wird ja so oder so angezeigt. Das hätte ich mir sparen können. Ich wollte doch nur auf Nummer sicher gehen, Mensch. Lasst mir doch auf Nummer sicher gehen. Entschuldigung. Straße ist aber auch heute wieder vollgestellt, Mann. Müllabfuhr nie unterwegs gewesen, oder was? Scheint so, wa? Wie sieht die Karre aus? Naja, gut. Intakt. Unter den Kleidern tanzen sie Nacht. Ja. So. Mal kicken, wo uns das hinführt. Hoffentlich zu irgendwas Interessantes. Oh, hoffentlich nicht ins Schneebiom. Das wäre natürlich doof. Weil, hast ja nicht gesehen auf der Karte. Schneebiom wäre kacke jetzt, weil ich bin nie vorbereitet. Ich hab kein Süppchen, das müsste ich mir erstmal brauen. Das wäre denn nicht so schön. Aber wenn wir uns mal erstmal hier eine Schneise der Zerstörung suchen. Uiuiui. Standmann. Stand gerade da. Aha. Ich Scherzkeks wieder. Gut, wie gesagt, Straße war gestern, wa? Alter, jedes Mal, wenn du loslassen musst, bum, bum. Genau. Nicht immer. Aber immer öfter. Das könnte die Stadt sein, wa? Also... Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Warten Sie mal ganz kurz. Ich muss mal kurz was nachgucken. Achso, das ist ja das Flugzeugding. Der Tutor hat das Flugzeugding. Ab zum Flugzeugding. Geronimo. Wer ist das? Ja, du mich auch. Bin gespannt, wo sie uns danach hinführen. Jetzt muss ich hier wieder auf der Straße kommen, wa? Du, ich hab keine Zeit für diesen Scheiß. Ich hab nicht nachgeladen. Ich weiß, dumm. Ja, warten Sie. Ich sehe gerade... Also lebenstechnischerweise spricht gerade nicht für mich. Oder hat gerade nicht für mich gesprochen. Schnauze. Da kommst du hin und dann ist alles hier so minzenbehaftet.
Na, wer ist schneller? Ich bin schneller. Jetzt. Ich habe kein Benzin mehr drin. Wie kann das sein, dass genau in diesem Moment mir das Benzin aussehen tut, wenn ich hier anhalte? Was halte ich denn davon? Erstmal gar nichts. Sorry, es geht Benzin mehr drin. Jetzt schon. Alter, genau in diesem Moment, wo ich absteige. Damit hätte keiner gerechnet. Gut, jetzt habe ich wieder ein paar Münzen mehr. Ich habe ja nicht gekriegt, wie viele wir gekriegt haben. Aha, toll. Und ein Bären in der Tasche. Hallo Sie. Wie geht's Ihnen denn so? Ich glaube, wir haben unser Ziel erreicht, wa? Das sieht schon so richtig zielig aus. Ich glaube, wir sind hier richtig. Ich park mal hier. Ich werde ja jetzt hier nicht an meine Karre annehmen, oder? Weißt du was? Tanken. Nicht, dass sie damit abhauen. Man weiß ja nie. Da hatte sich der Frosch wieder gemeldet. Dieser kleine Dreck hier. Und dann, was? Mal kicken, was die Flugshow Saren tut. Flieg ab. Ist hier unerwünscht. So. Ich bin auf der Suche. Nicht auf sie. Nach sie. Nee, nee. Auf jeden Fall. Aber da hinten sind, gewisse Sachen. Kannst ja auch durch. Stimmt ja, da war ja was. Der Durchgang war ja offen. Was? Oh! Granaten! Granatenstark! Jetzt brenne ich aber auch. Warten Sie mal ganz kurz, weil... Damit habe ich jetzt nie gerechnet. Auch schon wieder. Ja, doch. Gut, der ist schon mal weg. Das ist schon mal ein Vorteil. Das macht der nie normal. Das zeig euch. Alter, ich hab das ja nie so auf mich kommen sehen. Ups. Entschuldigung. Und ich habe gedacht, ich bin brandsicher. Was für ein Irrtum. Und? Naja, gut. Aber sie ist da. Und sie ist schon mal besser als alles andere, was ich nicht habe. Naja, das kann ich ja so machen. Aber ich habe jetzt für die Knifte ja keine Munition mit bei. Aber gut. Man kann ja nicht alles haben. Ich hab mir bloß gewundert. Vor allen Dingen, ich hab gerade gelootet gehabt. Und ich hab mir gewundert, was hier aus dem Automaten gefallen ist. Genau nun. Und eine Granate oder was? Das haben sie hier sich wieder was Neues einfallen lassen. Fallen technischerweise. Jetzt müssen wir mal vorstellen, wer wirklich so. Da packt ihr dann eine Granate im Automaten drin. Na, denn aber Brustmahlzeit. Ich geh mal rein. So, wir haben unser Ziel erreicht. Mal kicken, was so drin ist. Die Tür ist ja offen, hätte ich ja auch hier aufmachen können. Naja, gut. Hey, sie! Ich soll was abholen. Aber keine Panik. Irgendwann werde ich das schon finden. Ihr könntet nicht vor mir verstecken. Was haben wir denn hier? Ein Raum. Der Räumlichkeit, haha. Na gut, die müssen ja so oder so rinkommen. Na, kommen Sie mal. Tja, ich habe meine Axt so viel wertet, du Hannes. Achso, das ist die Tür von draußen wahrscheinlich, wa? Hier ist nichts. Hier ist alles fake, hier ist nichts.
nichts interessant für mich. Ja, das ist mal. Hätte ich mir jetzt auch anders vorgestellt. Naja, gut. Oh, Alter. Junge. Halt mal still, Junge. Du Hannes. Was soll das? Plastik. Dankeschön. So, das ist nichts. Das nehme ich auch mit. Das nehme ich alle mit. Die kommen alle mit. Mehr oder weniger. Das ist doch. Ich hab's gefunden. Ist es jetzt das oder ist es das nicht? Nee, das ist es nicht. Aber ich habe jetzt ein Buch gefunden. Das ist ein Buch, was ich wahrscheinlich brauche, um Sachen herzustellen. Was ich jetzt nicht im Kopf habe. Weil das Buch werde ich ja irgendwo brauchen. Naja, gut. Ich habe ja erst vor ein paar Minuten Rezepte nachgeguckt, wa? Also rein theoretisch müsste ich ja wissen, was für Bücher mir fehlen, aber ist nicht der Fall. Wer merkt sich denn so was? Schreibt das in die Kommentare! Ich hab's eingebaut. Ja, Leute, wie gesagt, wenn es euch gefallen tut, immer Däumchen, Träumchen, ne? Nicht vergessen. So was nennt man Unterstützung. Denn ihr unterstützt mich damit. Krass, wa? Ja, Moment mal. Ich muss hier erstmal. Ja, doch, Mann. Kann ich mal kurz die Munition einchecken? Hey, Zungeli! Mann, wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. Ach, das war draußen, wa? Da ist die Zungeli hier. Krass. Ich hätte ja mit allen gerechnet, aber mit Zungeli. Ist schon krass. So, geh jetzt mal, warte mal. Ist hier vorne irgendwas? Ja. Tatsache. Wenn wir schon mal so weit fahren lassen, nehme ich das natürlich mit. Was? Willst du rein oder was? Ja, Moment, ich mach doch schon die Tür auf. Komm rein. Aua! Ich hab dir doch reingelassen, du Trottel. Ah. Die Tür schwingt immer an beiden Seiten, du Penner. Dreck, ja. Oh, jetzt mache ich die Türen zu. Kommt keiner mehr rein. Was habt ihr jetzt davon? Aggressive Pack. Da packe ich meine Aggressivitäten aus, Mann. Da kenne ich nichts. Kann ja wohl nie wahr sein. Ich glaube, das war wirklich das Buch, wa? Aber ich kann mir doch ja nicht vorstellen. War doch nie alles. Das wird mir ja nur angezeigt. Und eine weitere... Da musst du hin. Geht noch. Entschuldigung. Hat Reus, hatte mich. Das kann durchaus mal passieren. Da in dem Pool wird es nicht drin sein. Naja, gut, dann nehmen wir mal die nächste Etage. Ah, das wird schon ein bisschen schmaler hier lang zu laufen. Münzen. Rucksack, ich komme. Oh, ich wollte gerade sagen. Wird langsam eng. Nee, 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 nee. Du titelst deinen Rucksack leer gemacht haben, Karbin. Also so schnell sollte es nicht funktionieren. Ja, ja, wie gesagt, da hatte ich doch nachgeguckt. Ja, da war doch nichts. Kick normal nach. Aber rein zu sehen war da nichts.
Klack, klack, klack. So. Oder vielleicht ist nach außen irgendwas. Kann ja auch sein. Da ich jetzt hier auf das Gebäude fixiert bin und das irgendwie außengeländemäßig. Außen herum. Also hier ist es schon mal nicht. Ich gehe nochmal runter. Jawohl, das werden wir tun. So, wie gesagt. Da sind keine Schränke. Das ist, wie gesagt, das einzige, was hier ist, das sind die hier. Aber die sind ja auch blau angezeigt worden. Hier hinter oder was? Ich weiß nicht, was ich abgebaut habe. Ja gut, es wird ja wohl so sein. Also, habt ihr gesehen, was ich gemacht habe? Also, ich habe da was abgebaut, aber... War nicht. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Nun gut. Diese Quest wurde geschafft. Ab zum nächsten. Ist ja auf dem Weg. Gut. Na denn. Betanken Sie Ihr Töff-Töff. Wo ist jetzt der Benzin hin? Ah, da ist er ja. Weiter geht's. Keine Zeit zu verschwenden. Wir haben noch einen Weg vor uns. Tatütata. Gut, wir kommen nämlich jetzt langsam in den Bereich, wo es richtig geilen Stuff gibt. Aber der muss sich auch verdient werden. Wie gesagt, hier sind die Granatenduzis und die Feuerduzis sind ja auch hier. Die sind schon ganz schön fies, sind die. Und da solltest du denn doch schon mal ein bisschen Munition in Petto haben. Gehen Sie aus dem Weg? Gefährliche Sache. Wenn man sich hier so auf der Straße stellen tut. Da muss man mit sowas rechnen. Ich habe jetzt ja gerade vor Schreck fast gedacht, also ich habe gerade geguckt und so. Aufnahme technischerweise und ich habe mir gerade eingebildet, ich habe die ganze Zeit wieder umsonst. Nein, ist alles korrekt. Wenn ihr das seht, seht ihr ja selbst, dass das korrekt ist. Es wird ja aufgenommen. Aber ich habe gerade in diesem Moment gedacht, ich nehme nicht auf. Und ich muss nachher mal kurz eine Zwischenbilanz, weil der zeigt mir immer nur 1,3 Terabyte an Platz, Speicherplatz. Das sollte jetzt nicht mehr so sein. Da sollten schon 1, 2 mm von der Festplatte verbraucht worden sein. So, jetzt muss ich erstmal kicken. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt muss ich da noch ein bisschen rennen. Ja, ich bin schon richtig. Bin hier voll korrekt, bin ich. Puff, 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 knall, zack, bums. Kravum. Ring. Dün, dün. Brrrt. Das wäre geil, wenn es... Ey, jetzt müsst ihr vorstellen, ich müsste da nochmal hier in so einen Bunker rennen. Das wäre nice. Oh, Alter! Das ist genau das, was ich letztes Mal neu gesagt habe. Gasmaske mäßig. Ha, und wisst ihr, was ich mit bei habe? Ich habe eine Gasmaske mit. Weil hier giftig. Ich bin vorbereitet. Ich war hier komplett. Oh. Schnauze. Ich muss den da hinten wegkriegen. Der ist erstmal wichtiger als du. Wolfie. Aber warten Sie mal ganz kurz. Ich muss mal kurz wechseln auf Waffe mäßig, weil ich nämlich gerade rumgeballert habe. Aber du kommst trotzdem mit. Zunge, die Menschmädel. Heute schon das zweite Mal, dass wir uns heute wiedersehen.
Halt, halt, halt. Ich muss das hier erstmal. Oh, oh. Warten Sie mal ganz kurz. Ich muss mal kurz die 8 drücken, weil Lebensenergie verließ meinen Körper. Ich lass auf mich einprügeln. Alter. Leder und ein Schlagring, aber wie gesagt, das wird halt später verarbeitet. Egal was. Und weg ist er. Ja, schön, lass meine Karre in Ruhe, ja? So, was sagt er? Oh, meine Axt ist aber auch schon ganz schön in Begriff. Ja, Nämlichkeit. Was ist denn hier los? Leute, ich muss da rein. Es macht zwar Spaß, mich, also, es macht schon Spaß, euch auseinanderzunehmen, aber es kann ja nicht immer so gehen. So, das weg, das weg. Vielleicht werde ich da drinnen nie brauchen. Und voll ist das Ding. So, jetzt kann ich das erstmal ändern. Jetzt kann ich mich da rein. Aha! Mann! Ob die wissen, was auf den jetzt wartet? Die totale Zerstörung. Moment mal. Gut, ich könnte jetzt das Wolfszeug auch auseinandernehmen. Dann habe ich hier 2 Plätze frei. Habe ich aus 2 eh nie gemacht. So, das ist Aluminium, ne? Was war, glaube ich, Aluminium? Glaubt, das war Aluminium. Das haben wir gleich raus. Weil das werden wir nämlich schön einstecken, das Zeug. Aluminium. Habe ich doch gesagt. Hallo? Sammeln Sie das Aluminium. Oh, ich weiß noch, dass ich hier damals versucht habe, mit einer Karre rein und rauszufahren. Das war nie so gut, war. War das nicht hier? Hallo? Aua! Oh, oh! Warten Sie mal ganz kurz. Ich habe da ein kleines Defizit lebenstechnischerweise. Habe ich gerade mitgekriegt. Alter Falter! Die wollen aber auch wissen. Holy shit! Ja, noch ein Bären oben drauf. Ja, warum denn nicht? Ich hab für diesen Scheiß keine Zeit. Dann muss der Bär warten. Ich muss mir hier durchfräsen. Das hat oberste Priorität. Oder ich fräse mich, wie gesagt, ich fräse mich erstmal hier durch und hol mir die dann zum Schluss, die Eisen. Ich glaube, das ist erstmal besser. Warte, meine Rüstung muss auf jeden Fall aufgewertet werden. Wird knapp, wa? Ich habe so das Gefühl, ich muss später Tetris spielen. Genau. Hier wollte ich rüberfahren und das war nie so. Hat Spiel gesagt, nee, will ich nicht. Ah, ganz gut. Aber wie gesagt, wenn wir ein Laserschwert haben, dann sieht das ganz anders aus. Dann kriegen die ständig nur ihn auf und sagt, gut, das kriegen sie jetzt so oder so, aber nachher wird es besser. Frage ist, ob da unten irgendwie ein Boss auf mich wartet, wollte ich gerade sagen. Haha. Das wäre denn doch schon, wo ich sagen muss, ich muss abspeichern. Aber wie gesagt, das kennen wir ja schon. Schöner Loot drinne. Aber auch alles ganz schön verwinkelt. Es macht Guru, Guru, Guru. Wie gesagt, ich werde erstmal so eine Sachen einstecken und dann auf dem Weg zurück vielleicht das Eisen mitnehmen. Oder was heißt vielleicht? Auf jeden Fall, also das, was ich kriege, kommt natürlich nach uns mit. So, warten Sie mal, na da oder na da?
Aua. Cleaner Gast, ja. Was hast du davon? So, zwei schöne große Kisten. Ich hab mir gedacht, die kann ich auch mit einsammeln. Hab ich jetzt... Moment mal, ich muss jetzt mal kurz was kontrollieren. Tatsache. Das ist genau das, was wir machen sollten. Oh, wir sind aber hier noch nicht fertig, Spiel. Nee. So nicht, Freundchen. Werdet hier genießen, werde ich das. Könntest du das auch... Oh, ich weiß nicht, ob man das auseinandersprengen konnte. Ich glaube nicht mal. Ich weiß nicht, ob man sowas sprengen konnte. In Gefühl sage ich jetzt, man könnte das sprengen. Das hat sich auch angehört, als... Also wenn ich jetzt... Warten Sie mal ganz kurz. Na. Ja, guck mal, wenn ich jetzt hier gegenhaue. Nee, das hört sich genauso an. Gut, ich wollte gerade sagen, das hört sich ganz anders an, als wenn ich gegen das da gehauen habe. Wo ich gegen das gehauen habe. Das hört sich ein bisschen anders an. So, warte mal, den Gang. Wie gesagt, das hole ich halt später raus. Ach so, das war das. Ich habe gedacht, das ist eine extra Kiste oder so. Naja, gut. Naja, gut. Wie gesagt, jetzt ziehen wir uns erstmal hier durchfräsen. Komplett bis nach unten, denn auf dem Weg nach oben werden wir das Eisen mitnehmen. Alles, was geht. Aber erstmal können wir uns die Munition und so. Geil wäre, wenn ich die Rüstung auch so auseinandernehmen könnte. Na gut, ihr könnt mir eine Werkbank bauen, wa? Das könnte ich machen. Das sollte ich so ja machen. Eine Werkbank da oben, den Zeug auseinandernehmen. Das macht Sinn. Das werde ich auch machen. Weil ich glaube, wir sind hier noch in zwei Sekündchen unterwegs. Habe ich so die Vermutung. Nee. Ich hab da gesagt, nee. Die mir so viel Lebensenergie abziehen. Gut, ich müsste meine, wie gesagt, meine Rüstung kofferten und all sowas. Alle zu seiner Zeit, aber trotzdem, das ist ja schön aggressiv. Alter, die Höhle ging so tief. So, jetzt ist erstmal nachladen und dann ist rumballern angesagt. Sollen sie da herkommen? Viel, viel einfacher. Ja, warten Sie mal ganz kurz. Ich muss mal kurz die richtige 3 drücken. So, auf dem Weg nach oben werde ich die so oder so bekämpfen müssen. Dann machen wir sie lieber jetzt gleich so weg. Autsch. Jetzt haben wir... Jetzt ist aber langsam hier Feierabend, ja? Ich bin der mit Munition, nicht du. Ah, wir benehmen uns mal wieder wie eine Axt im Wald. Schnauze. Da geht es lang und da geht es lang. Na, ist immer wieder toll. Alpha winkelt hier. Runter mit der Rübe. Alter, das ist eine Schmiede. Eine richtig dicke, fette Schmiede.
Nice. Leder. Gratis. Die Schmiede gibt mir mal an. Es wäre geil, wenn man so ein Rezept. Ach so, du kannst sie denn verbessern. Du kannst quasi Rüstung und so noch besser machen. Dazu brauchst du eine Gold und das. Ach so. Kann ich mir die auch hier bauen? Also nee, wahrscheinlich nicht. Mhm. Also müsste ich ja jedes Mal hierher kommen, wenn ich die umbauen will. Gut, ich sag mal so, später wird es sich, glaub ich, denn lohnen, wenn du so das Letzte da rausholen willst und so. Cool. Ich hab jetzt gedacht, dass du das irgendwie ein neues Rezept oder so. Naja, gut, aber dazu müssen wir erstmal das Zeug kriegen, wa? Also, das könnte noch eins wie sie Künchen dauern, Alter. Wenn ich mir kicke, was hier an Aluminium und so ist. Hi, der Witzka. Hier ist auch wieder so was. Ich glaube, wie gesagt, das ist wirklich so, also irgendwie freispringen oder so. Oder später wird das hier irgendwas. Ist hier irgendwas drin. Oder pass auf, ich muss hier später nochmal zurückkommen. Na. Mann. Katzarin, mach mal so, dass es geht. Stell mal meine Trefferquote nicht in Frage. Das ist nicht gut. Ey. Ich brauche den Presto-Farmer. Ich will den. Hallo, da ist noch ein Stein. Hallo, da ist noch ein Stein. Da ist noch ein Stein. Ich hab's doch gesagt, da ist noch ein Stein. Doch Vertrauen, Mensch. Wie gesagt, Fragmente kriegt ja denn auch. Also das ist ja auch für uns gut. Achso, ich wollte ja erstmal weiter looten, wa? Ich komme wieder. So rein theoretisch müsste da unten der geilste Scheiß sein. Für diesen Scheiß keine Zeit hier. So. Kostet ihm halt ein bisschen Munition. Na, dann ist es ihm halt so. Und da die in der Höhle drin sind, also bis jetzt kommt noch nichts so groß, aber ich will das auch noch nicht so schreien, ne? Also. Das ist alles. Wir haben alles erreicht. Den tiefsten Punkt. Das ist mein Tiefpunkt, ist das da. Kann aber auch nicht sprengmäßig bauen oder so. Wo man das testen könnte. Naja, gut. Geh davon aus, wie gesagt, dass er dahinter ist bestimmt geiler Scheiß oder so. Dann kann das nicht mehr. Kruzifix. Na gut, Leute. Hier ist noch jede Menge Aluminium drin, aber ich lasse das jetzt sein. Das ist mir zu viel. Ich habe nicht mehr so viel Platz. Und das ist ja hier noch, gib mal, wir hätten jetzt das noch wegnehmen müssen. Das hier, das ist alles noch hier. Alles voll. Voll cool. Wie gesagt. Aber jetzt brauche ich es gerade nicht. Denn wir haben die nächste Quest freigeschalten. Questen technischerweise. Und das ist das, was ich sehen will. Aber jetzt muss ich erstmal Sachen freimachen. Mhm. Und ich muss mir auf jeden Fall jetzt erstmal eine Werkbank bauen. Damit ich ein bisschen mehr Platz kriege. Wisst ihr, was mir so aufgefallen ist? Ich kann mich daran erinnern, dass wir damals ein Problem hatten. War das nicht hier gewesen? Wo uns unser Gefährt abhandengekommen ist? War das nicht hier? Ich glaube mal, ja, schon. Ne? Also...
So, warte mal, das Fett kann auch weg, dann kann ich mich hier mehr Steaks reinschmeißen. Da seht ihr. Da passt schon ein bisschen mehr rein. Ah, die Knochen brauche ich. Na gut, wenn ich das jetzt wegnehme, kann ich da auch wieder mehr reinschmeißen. Mehr oder weniger. Aber ein bisschen mehr Platz haben wir ja schon mal. Das ist ja schon mal was. Na gut, Leute. War doch heute eine erfolgreiche Beute gewesen. Wir werden uns dann morgen um da diese da hinten kümmern. Ist ja nicht so weit weg. Und ja, ne? Also, haltet die Ohren steif. Ich bin dann erstmal raus. Tschüss.